Die One Direction Stars Liam Payne und Louis Tomlinson haben ihr Surftalent in Australien bewiesen. Nach ihrem Auftritt in Sydney haben die Jungs sich in ihre Neoprenanzüge geschwungen und sind ins Wasser. Liam hat es sogar geschafft, für ein bisschen auf dem Board zu stehen, bevor er wieder in die Wellen gefallen ist. Louis hat leider keine der Wellen erwischt. Dafür folgten ihm viele Fans, die ihn am Strand belagerten. Aber Liam wollte auch etwas von der Aufmerksamkeit abhaben und zeigte seinen trainierten Oberkörper. Der 20-Jährige wurde später gestört, als einige Fans versuchten, in sein Hotelzimmer einzubrechen. Sie schafften es nicht, den Star zu treffen. Jedoch twitterte der Sänger, er sei peinlich berührt, da jemand seine Boxershorts gestohlen hat. Es scheint, es ist doch nicht so einfach, berühmt zu sein.